Eieiei, das ist Splashmic mit Olexesh. Alles klar bei euch, geht's euch gut? Na klar, und dir? Super, mir geht's immer gut. Immer gut. Ich versuche, dass es mir gut geht. Promophase, ne? Ein bisschen stressig alles. Ja, muss sein. Ich meine, was tut man sonst am Tag so, außer Texte schreiben und so, ne? Studio halt so, Produktion. Aber ist auch schön mal, dass man ein bisschen rumkommt. Ja, und sich mit Splashmic trifft. Genau. Mit der Dame hier und so. Als ich erfahren habe, dass wir uns treffen zum Interview, habe ich gedacht, what? Wir haben uns doch erst gesehen. Weil eigentlich fast exakt vor einem Jahr hast du Nuetta da released. Ja, es ist total. Es ist total kurz. Ja, aber es ist schnell, gell? Ja, oder? Krass. War ich so schnell? Drogensuche auf der A61 am deutsch-niederländischen Grenzübergang. Halt an vor dem Bullenwagen, Testperson, Olexesh. Hollands kennst, nimm den Socken, trag dich Hobber Haze. Ganja Smoke, du verstehst, solange du dein Limit kennst. Jeder checkt mit Joints, 10er Packs, ich hab'n Haufen Fans. Bekommt'n Fressflash während der Durchsuchung, Hände zitternd, los geht's. Der Beamte holt den Spür und hoffentlich läuft es rund und die Behörde macht keinen Fund. Lass mir bloß nix anmerken und halt immer schön mein Mund. Es ist halt Authentic Athletik, ne? Ja, so sieht's aus. Das authentische Leben, Authentizität. Ja, aber es war super. Und ich meine, das Album war in 3 Monaten schon fertig, das Master. Ja. Aber wir haben uns dann noch 1 Monat Zeit gelassen, aber 4 Monate, ja, ich meine, das ist immer noch ein kurzer Zeitraum so. Ja, man ist super auf jeden Fall gelaufen und ich bin so zufrieden mit der Platte, die jetzt kommt. Ich war noch niemals, glaube ich, so zufrieden mit dieser Platte jetzt. So, echt, echt stark geworden, wirklich. Dann ist der Titel ja faktisch auch Programm, ne? Master, genau, jawohl. wie wir gerade schon gesagt haben, es ging unglaublich schnell von Nuetta da zum Master, was du jetzt demnächst released. Du hast dich verändert oder nicht? Hast du, also würdest du sagen, dass jetzt von Nuetta da zum Master, ist es so eine konsequente Weiterführung oder hast du dich in irgendwas, ist es irgendwie eine merkliche Veränderung geworden? Ja, die Texte sind jetzt so, wenn man so rappt, das fließt alles ein bisschen besser und das ist nicht mehr alles so abgehackt, so finde ich, so nach meiner Beurteilung her. Und jetzt habe ich mich auch mal getraut, mal so 2 Parts mal schnell zu rappen, so weißt du, so wie bei Master jetzt zum Beispiel, bei dem Titelsong Master. Da die Parts wurden schnell so gerappt, weißt du, ich meine, früher habe ich vielleicht mal so einen Vierzeiler mal so schnell mal so hingebastelt, aber hatte niemals die Geduld so, weil dafür brauchst du viel Geduld, für so schnelle Texte, für schnellen Rap brauchst du viel Geduld, ja, und, aber es ist alles super gelaufen, ich bin echt, echt zufrieden, dass ich auch dann so diese Technik entwickelt habe und ich habe sie am Ende auch diese Schnelligkeit, es ist kein Double Time, es ist kein Trap, ich nenne das Ganze Master so, das ist Master-Stil, das ist wie was Neues, weißt du? So ständig gibt es Double-Time, dies und das und das auf Trap. Ja, und dass man was Eigenes erfindet, einen eigenen Flow, das ist schon mal, finde ich auf jeden Fall, muss ich mir auf die Schulter klopfen. Ich finde es gut. Master. Ich bin von Laster zu Laster, ja, ja, ich baller und baller, kick, passa, ich liefer Sätze, bin Master. Komm, bumps dich raus aus deinem Matze, ja, Bruder, ich hab ein Rad, hat man sagt, wenn du zu viel babbelst, wird dir der Mund zugetackert. Mein Fach klappert und klappert, ich bin zu guter dem Madre, leg mal dein Wert ab, ich kenn Jungs, die ballern direkt von Halle. Du hast ja, wir haben gerade schon vor dem Interview darüber gesprochen, jetzt reden wir offiziell darüber, auch im Juni via Facebook schon angekündigt, dass du schon ein paar, also ich glaube 7 Songs im Kasten hattest, das ging auch schon wieder ziemlich schnell. Jetzt hast du vorhin gesagt, die Produktion hat nur 3 Monate gedauert. Eigentlich. Ja, das ging sehr schnell, weil ich auch mich nur mit Musik beschäftigt. Also ich beschäftige mich jeden Tag nur mit Musik und es entsteht jeden Tag was. Ja. Und ich habe ja auch jetzt, ich habe ja nicht nur Master fertig, ich habe sondern mein nächstes Mixtape auch schon fertig. Okay. Das wollte ich dir erzählen. Okay. Und habe natürlich auch das 3. Tape, was danach kommt, auch schon angefangen. Ja, ich hab Projekte und so. Ich meine, ich sehe Musik einfach als ein riesen Spielfeld, so, dass man sich so austoben kann und man darf sich keine Grenzen setzen, so weißt du. Sobald du die Grenzen setzt, bleibst du entweder derselbe, der du immer so bist, so, und du steigerst dich nicht so. Und eine Steigerung ist ja wichtig, so, ne? Und deswegen so, ja. Wird es dann Authentic Athletic 2 oder titelmäßig schon anders? Ah. Noch nicht. Okay. Wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall in die Richtung so. Auf jeden Fall. Lass uns nochmal über Nuetta da sprechen. Du hast mit dem Album, deinem Debütalbum, die Charts geknackt, bist in die Top 10 gekommen. Ja. Es wurde auch unglaublich gelobt von vielen Seiten, die haben dich in wirklich hohen Tönen gelobt. Wie hast du es selbst empfunden? Hast du gedacht, es könnte mehr gehen oder warst du sehr überrascht von dem Erfolg? Total überrascht. Ich habe ja auch in den Track geschrieben, nächster Halt Top 10 bei Nuetta da. Ja. Natürlich habe ich mit der Sorge gelebt, ey, guck mal, ich habe den Track geschrieben, der ist da drauf. Was ist, wenn es nicht geht? Dann ist es eigentlich absurd, weil ich ja praktisch dann es nicht geschafft habe. Aber trotzdem den Track drauf, aber nächster halt Top 10 und ich war noch nie in den Top 10.
Das hätte dann keinen Sinn gemacht, weißt du? Und dann, Gott sei Dank, kam das in die Top 10, ne? Und dann, Gott sei Dank, und dann, weißt du, und dann habe ich auch gezweifelt natürlich immer und so, aber dann kam der Tag, wo ich die Information bekommen habe, wo ich gechartet bin, Platz 7, und das hat mich total überrascht, ne? Und was heißt überrascht? Eigentlich wollte ich ja dahin, aber dann war ich überrascht, weil ich ja damit gezweifelt habe, ja. Weißt du? Und dass das geklappt hat und die Resonanzen und auch so, das war alles top. Ich bin sehr, 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 sehr zufrieden, ja. Und glücklich? Ja, auf jeden Fall. Und müde. Du hast deiner Mama ein Geschenk gemacht. Ja. Du hast ihr ein Auto gekauft oder zumindest ihr die Patte hingelegt dafür, was ja auch ein sehr schönes Ergebnis ist, muss man ja sagen. Zumal sie war ja ein bisschen kritisch. Sie hat ja am Anfang gesagt, ey, jetzt sind wir extra nach Deutschland gekommen, du solltest es besser haben und jetzt schreibst du solche Texte. Wie hat sie es denn empfunden, als du plötzlich ankamst? Jede Mutter will ja, dass ihr Kind einen Job hat und einen geregelten Lebenslauf. Sie will ja, dass er was Gutes wird. So. Ja, und Musik ist ja jetzt halt keine gute Option, so, ne? Wenn du es drauf hast, okay, gut, mach's, ja. Ich liebe Musik über alles und seitdem ich 12 bin, schreibe ich Texte so. Und jetzt bin ich 27 Jahre alt und sie ist total stolz. Und als ich das Auto, also ich habe ihr Geld gegeben und jetzt hat sich das Auto dann selbst gekauft. Ja, sie hat geweint, jetzt hat es nicht geglaubt und so, habe ich gesagt, hör auf zu weinen, Mutter, weil wir haben das beide uns verdient, so, weißt du. Sie hat an mich geglaubt und ich an sie und das wird immer weitergehen und das war jetzt nicht das Ende, so, weißt du, so. Und ja, mal gucken, so was halt jetzt als nächstes so passiert, vielleicht kriegst du ja noch ein schöneres Auto. Schön wär's, ne? Was sich auf jeden Fall ja auch getan hat, du hast einen Vertrag unterschrieben bei Warner. Hat sich denn dadurch irgendwas verändert? Viele denken ja dann so, Gott, krass, jetzt hier Big Label Deal, was geht ab? Ja, ja. Ja, es war schon auf jeden Fall gut. Ich habe ein bisschen Patte gemacht, so, na klar, ist ja auch der Sinn der Sache, so. Wäre ja auch schlecht, wenn nicht. Und ja, also auf jeden Fall Warner Chappelle. Ich dachte erstmal, ich bin bei Warner Brothers, gell, wo das nach Hause kam. Ich rufe es hin an. Ich sage, Bruder, Dings, bin ich jetzt bei Warner Brothers, doch Hollywood und so, ne? Ich so, was, chill mal, das ist Dings Musikabteilung so mäßig. So, die machen halt die Musik, Verlag, so, weißt du, Verlag, das Musik. Sind das mal alles erklärt. Ja, und ich dachte, ich bin schon Dings, ich krieg eine Rolle bei Spider-Man 4 oder so. Wäre auch schön. Aber ich würde gerne Freddy Krüger, glaube ich, so mal probieren. Okay. So, Style. Ja, aber so auf jeden Fall halt, ja, es ist halt auf jeden Fall so überraschend gewesen für mich. Und ja, Mann, das war super, weil die Jungs waren ja schon bei Sony da und da wollte ich auch sowas haben so und hat das mir die ganze Zeit gesagt, ich bin was am Klären für dich und das war super, da hat das gecheckt für mich und ja, Mann, im Endeffekt bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Ja, ich habe alles auf den Kopf gehauen, ich habe alles in einem Monat ausgegeben und ja, aber ich habe sehr gute Sachen getan. Ich habe für jeden neue Schuhe geholt, ich habe für jeden eingekauft, ich habe alles gemacht, was man machen kann. Ich habe meine ganze Familie eingeladen. Ich habe wirklich einfach jeden glücklich gemacht, der einfach glücklich sein wollte oder der es noch nicht war. Auf jeden Fall. Und ja, und jetzt beim Masteralbum hoffe ich, dass ich dann spare und so. Weißt du, ich habe ja die Zeit jetzt schon durchgemacht, war ja mein erstes Geld, habe ja davon von der AG gelebt, habe ja nur Texte geschrieben und so, habe mich nur auf meinen Beruf konzentriert. Und jetzt kommt ja Master und ich hoffe, davon mache ich meinen Führerschein endlich mal. So, weißt du, ich will meinem Alter so ein bisschen nachkommen. Ich bin ja 27 Jahre alt jetzt. Und ich finde auch, dass ich auf jeden Fall jetzt bei 27 Jahren, denke ich mal, ich muss meinem Alter ein bisschen nachkommen. Also ein 27-Jähriger muss einen Führerschein haben, der muss ein Auto haben, der muss doch gewisse Sachen schon vollendet haben, weißt du so? Ja. Und ich, was mache ich? Ich rap die ganze Zeit nur, ich schreibe die ganze Zeit nur Texte und verdiene mich dumm und dämlich. Ja, aber ein Führerschein wäre schön. Und mit der Bahn ständig zu fahren, ist auch abgefuckt. Nein, das musst du machen. Ich glaube, ich habe schon 600 Fotos in der Straßenbahn 9 geschossen. Und immer wieder, wenn ich dieses Foto schieße, gucke ich auf diesen Sessel da hinten und denke mir so, wie viele Fotos ich habe, wo man diesen verdammten Sessel hier hinten sieht, so, weißt du? Und denke ich mir so, schon peinlich, aber die Leute sagen, ey, nein, Mann, chill doch, ist voll cool, Mann. Sagt so, es ist menschlich, mit der Bahn zu fahren. Es ist auch menschlich, Pfandflaschen abzugeben, obwohl ich mich jetzt dafür schäme. Guck mal, ich habe ja, ich schwöre dir. Hast du auch noch Pfand zu Hause? Ja, aber ich sehe das ja auch, da sage ich so ganz ehrlich, das ist, sage ich mir so, bist du behindert? Das ist, wo soll das sonst hin? Soll ich jetzt in den Müll, geht in den Müll schmeißen, ne? Muss abgeben, ist ja auch Geld irgendwo, ne? Und da fahre ich mal mit einem Freund immer mit Auto, da gebe ich ihm mal die Tüten so, ne? Und er trägt die für mich. Okay.
Ich schäme mich wirklich sehr, weil wenn ich überlege, dass man so alles auf den Kopf gehauen hat in einem Monat und dass man jetzt Pfandflaschen ab... Also ich meine, ich gebe sie ja nur ab, weil ich ja kein Müll zu Hause haben will. Aber manchmal muss ich sie auch ausgeben. Du glaubst mir, ich hatte 50.000 ausgegeben einen Monat und danach habe ich Pfandflaschen zusammen gekratzt zu Hause und habe mir dann was zu trinken geholt und was zu essen. Und weißt du, was ich dann gedacht hatte? Ich mir gedacht, was ist das für ein Leben? Wie kann, weißt du, das hat mich sehr... Das hat schon wehgetan, so, wenn man überlegt, weißt du? Aber... Jugendlicher Leichtsinn. Ja, schlimm war es nicht, weil ich meine, das war das erste Geld und so. Und ich habe Menschen glücklich gemacht und mich selbst auch. Und ich habe mir Sachen ermöglicht. Und es gab wirklich nichts, was ich mir nichts kaufen konnte, was es nicht möglich wäre. So jetzt außer jetzt mal außergenommen von teuren Schmuck, den ich mir eh nicht kaufe. So. Also davon halte ich eh nicht viel. Und, oder halt Dings, jetzt ein teures Auto oder so. Ja. Bevor ich dann ein Auto mache oder einen Führerschein, glaube ich, hole ich erstmal eine Eigentumswohnung oder sowas. Weißt du? Monsieur Alexej, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Herr Doktor, wissen Sie, wie soll ich Ihnen sagen? Die Automatensucht hat mich einfach wieder mal gepackt. Ist ja nichts Neues bei Ihnen. Ah. Was ist gestern geschehen? 2007, Aber der Warner-Deal, um da nochmal drauf zurückzukommen, hat nichts verändert an der 385-Idealsituation, oder? Doch, die sind sauer geworden, alle. Die haben gesagt, die wollen auch dahin. Nein, Spaß. Nee, Mann, war gar nichts. War voll cool. So. Die waren voll glücklich auch, dass ich auch da endlich mal dort bin bei denen, dass ich auch so einen Verlagsdeal bekommen habe, weißt du? Und nee, 385 für die alles, 385 für die alles, das ist ja mein Musiklabel. Genau. Der andere, das alles. War, genau. Nur um nicht für Verwirrung zu sorgen. Genau, das andere war ja nur Verlag, so. Genau. Okay. Mein erstes Spielzeug war ein Ghetto Blaster, machte mich vertraut mit der C9 von Yamaha, schwarz, matt, chrom, so wie mein Albumcover, Rap sein, Sohn von kleinen Kind zum Master. Mein erstes Spielzeug war ein Ghetto Blaster, ja, genau. War es denn wirklich ein Ghetto Blaster vom Schwarzmarkt? Nee, also das war jetzt so textlich so geschrieben, ne? Mein erstes Spielzeug war natürlich irgendeine chinesische Figur, chinesische Produktion von einer Spielfigur, von einer Actionfigur aus Kiew, damals aus dem Russland, so weißt du, sowas halt. Ja. Aber großartig so, Dings war das jetzt nicht so der Teil. Ich wollte das einfach nur so zum Vorschein so bringen, so dass einfach das jeder weiß, dass es angefangen hat mit dem Ghetto Blaster, weißt du? Es war halt einfach das war der Start, so weißt du, früher gab es MP3-Player, früher gab es keine MP3-Player, keine iPhones, keine Handys. Und worüber lief Musik? Über den Ghetto Blaster, weißt du? Und dann zum Beispiel, du läufst irgendwo entlang, damals in der Bronx oder so, wo es diese Ghetto Blaster gab. Und dann gab es auch mal so einen Spruch, so, ey, guck mal, der hat einen miesen Ghetto Blaster, guck mal, der hat voll den teuren Ghetto Blaster. Oder so in der Schule, weißt du, wenn er damals in der Zeit so, wo das so in war, hatte der eine auch mal zu ihm gesagt, so zu dem Kind, so zu dem anderen Kollegen, ey, hoffentlich kaufe meine Mutter zum Geburtstag auch mal so einen Ghetto Blaster. Die waren ja scheiße teuer. Die waren scheiß teuer, so wie heute ein Flachbildschirmfernseher. Ja, absolut. Weißt du? Und dann kam es zum Ghetto Blaster auf dem Cover. Ja, okay. Genau. Aber das war ganz zufällig. Ich war Fotoshooting machen und wusste eigentlich gar nicht, was wir schießen. So, wir haben ja Proben so. Und dann gucke ich so, in seiner Wohnung steht so ein Ghetto-Blaster. Ich sage, was ein schöner Ghetto-Blaster. Warum steht der hier einfach rum? Das hat mich dann verbunden mit Master, mit dem Track. Das heißt dann, das ist ja der Titel. Ja. Also Ghetto-Blaster steht hier. Stell den vorne hin. So, zack, ich mach das. Und reimt sich auch noch. Hat sich gereimt und alles war super. Ja? Alles war super, ja. Sehr schön. Du hast ja bereits Arschkontrolle veröffentlicht, ja. Von Master. Ja. Hat mich so ein bisschen an Sio erinnert, weil es einfach so ein komisch, also so eine Komik hat, so einen Humor. Du bist ja auch jemand... Dass die Leute alles mit alles oder nichts vergleichen. Nein, um Gottes Willen, das ist jetzt nicht böse gemeint. Nein, ich meine Oldschool in Deutschland wird immer mit alles oder nichts verglichen. Ja. Aber es ist ja auch aus Amerika, so, weißt du? Weil alles oder nichts hat es ja auch von denen, so, weißt du? So. Und das finde ich schade, dass alles so auf die Dings gelegt wird, so auf eine Waage. Aber ja, aber OL macht es auf seinen Stil. Absolut. Und weißt du, was das Lustige an der Sache ist, dass ich da rappe so praktisch, das ist wie ein Komödie, so weißt du, das ist nicht, das ist lustig so, weißt du, das ist nicht alles auf die Gangsterschiene so, das ist Komödie und die Wahrheit, das ist ja das Schönste, die Wahrheit. Die Wahrheit ist das Allerschönste und das, wenn du die Wahrheit sagst, was dir selber passiert ist und daraus noch etwas zu schreiben, dann kannst du nur einen Jackpot landen, weil, guck mal, wenn ich mir jetzt da Sachen aus der Nase ziehe und da versuche ich dann nicht mehr was einzubilden oder was einzufallen lassen, was gar nicht so war,
gibt es ja bestimmt mal so ein paar Sachen, wo ich ein bisschen zu spekulieren, na klar, aber ich mache darüber nicht ein ganzes Lied, so, wo ich nur lüge, weißt du? Ja, so, und Arschkontrolle war halt auf jeden Fall auch oldschool und hat mich aber auch dann sehr stark an Dings, an Alles oder Nichts, so ein bisschen so Dings, dieses Stil so erinnert, aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, das ist alles eigener Style und Alles oder Nichts macht gute Arbeit, wir machen gute Arbeit und ich meine, wenn die Leute das feiern, du siehst ja auch die Bewertungen und die Likes so auf dem Video, ja. Dann ist alles gut. Ne? Auf jeden Fall, ja. Planlos und ziellos, nachts sind die spiellos. Manchmal läuft's böse oder zieht dich ins Minus. Leben im Kino, alles nur Pikus. Ah. Wie spielt man Automat? Ah. Automat spielen ist leicht. Werf mal einen Zehner rein, vielleicht wirst du reich. Sizzling Hot, Supra Hot oder Book of Raw ist sicherer als bei Deutschland sucht den Superstar. Ist doch gut, dass wir dieses Interview machen, weil viele Leute denken dann bestimmt, ey, warum macht er so ein Lied? Jetzt gehen alle Kinder zocken und hören das auch auf einem MP3-Player und spielen gerade Automat. Weißt du? Aber das soll nicht so sein. Das ist eigentlich so beschrieben, das, die Message ist so, wenn du das Lied zu Ende gehört hast, ich frage dich, was hast du jetzt daraus gelernt? Du sagst, ja, ich weiß nicht, dass du automatisch bist, oder? Ah ja, genau. Jetzt siehst du, was ein Automat, also was dieses Spielsucht mit einem machen kann. In diesem Song sage ich dir, wie ich drauf bin, was ich tue, wenn ich Automat spiele. So, und das ist die Welt eines Automatensüchtigen. Und Automat spielen ist nicht, also scheiße so, weißt du, auf jeden Fall. Und keiner ist noch reich geworden. Es gab bis jetzt noch keinen Millionär, der Automat gespielt hat, weißt du. Ja, die Message ist einfach nur, dass einfach das, was du da hörst, das mit dir passiert, wenn du das wirklich machst, weißt du? Und du sollst am besten die Finger davon lassen. Und aber auf jeden Fall ist es auch sehr lustig. Du musst es als sehr lustig sehen, weißt du? Und sehr ernst auch. Und auch wieder echt. Und das, was ich da sage, habe ich auch selbst gemacht. Das stimmt ja wieder. Ne? Authentisch. Genau, aber ich bin jetzt nicht so Automatenliebhaber, so. Das ist kacke so. Man sollte, man kann ja mal so 2 Euro mal reinwerfen, dann mal sein Glück versuchen, ne? Aber man sollte da nicht jetzt seinen ganzen Lohn reinschmeißen, so wie ich es damals gemacht habe. Ja. Damals habe ich im Subway gearbeitet, da habe ich meinen Vorschuss genommen, da haben mich 5 Jungs abgeholt, da habe ich jeden Fuvi in die Hand gedrückt, sind wir alle automatisch spielen gegangen. So, mit 18. Ja. So bin ich mit meinem Geld umgegangen. Aber mein Leben war schon immer so aufgebaut, dass ich Sachen nie so mit Respekt so angesehen habe, so Geld oder sowas. Groß, zum großen Teil war es immer Geld. Geld habe ich immer nie so als, so, wie soll ich sagen, halt so. Als wichtig empfunden. Ja, als so wichtig empfunden. Ich dachte immer, ich gebe das aus, scheiß drauf, es kommt mehr. Genauso war es jetzt bestimmt auch bei diesem, jetzt bei Nueta da, wo alles weg war, habe ich mir gedacht, scheiße, ich habe 50.000 ausgegeben, einen Monat, ich muss 2 Alben schreiben. Ich habe 2 Alben geschrieben, direkt 2 Stück. Bam, 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 bam. Okay, und jetzt, safe, ich mache ich ruhig, locker, mach mal deinen Führerschein, spar mal dein Geld. Ja, mal gucken, weißt du, erstmal in Urlaub fahren, mal abschalten, einen Tag mal kein Beat hören oder sowas, weißt du, aber jeden Tag. Aber es wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Auch wenn ich im Urlaub bin, höre ich bestimmt meinen eigenen Track dann, so, weißt du. Und wirst schreiben, auf jeden Fall. Bei Nueta da hattest du sehr viele unterschiedliche Producer. Hast auch damals gesagt, du hast keinen richtigen Bock, dich festzulegen. Jetzt haben wir ja schon von Rook auf jeden Fall was gehört und auch Prank Sinatra ist bei Arschkontrolle. Sinatra. Wer ist da noch drauf? Rook, M3, natürlich darf man nicht vergessen, ne? Aber wieder so viele? M3 hat 10 Stück produziert. Also die Hälfte des Albums. Ja, genau. Beat Colors aus Heilbronn. Hier geht ein Gruß raus an Heilbronn, an Ari Capone und Steven Beat Colors. Und Chu Miller aus Darmstadt, ein eigentlich unbekannter Produzent in der Deutschrap-Szene. Und er hat einfach so ein paar gute Beats gehabt und ich habe mir einen geschnappt. Und er ist jetzt das erste Mal in den Charts mit mir zusammen, so Hand in Hand, weißt du? Und das ist total schön zu sehen, wie er sich freut und wenn er mir sagt, ey Bruder, ich freue mich total, da drauf zu sein. Das ist für mich so, wie als hätte ich was Gutes für jemanden getan, so, weißt du? Sehr gut. Du fragst dich, warum ich kein Auto hab, weil ich spiel jeden Tag Automat. Herz rast, 5 Euro Fach, Vollblatt. Wie du hast auf jeden Fall featuremäßig übliche Verdächtige wieder drauf, Hannibal, Wesel, Cello und Abdi. Das war dir wahrscheinlich auch wichtig, die wieder mit drauf zu holen. Ja, klar. Also Cello und Abdi auf jeden Fall, das ist ja mein Label-Dings, ne? Die, mit denen werde ich mein Leben lang Musik machen und die werden auf jedem Album drauf sein und das wird auf jeden Fall sich immer so weiter so bilden. Ja, so großartige neue Features sind ja eigentlich außer Sido. Ja, gut, wie kam es dazu? Das ist ja schon ein dickes Ding. Sido ist übertrieben, das ist total schön. Das war sehr, sehr Riesenüberraschung für mich. Gerade so für jemanden, der in so einer da Sozialwohnung chillt und Texte schreibt, dass er mit Sido jetzt was machen darf. Wow, weißt du, meine, brutal. Das kam so dazu, es gab eine Sendung von 16 Bars, da wurde gefragt,
was deine Top 3 sind so. Und nach Nur Etta Da Release habe ich mir auch schon gedacht, so hoffentlich kommt mal was in der nächsten Zeit mal so, wo jemand mal was sagt, so Respekt, so gibt Props so. Und es kam die ganze Zeit nichts so, weißt du, aber ich habe halt die ganze Zeit gut verkauft. Ja, Sido kam dann, hat gesagt, irgendwie OL, Purple Haze, da habe ich mich total gefreut und ich dachte mir, und ich war nie der Typ so, wo immer Schleim zu fragt, kannst du ein Feature mit mir machen? Ich wollte erstmal, dass die Leute mir Props geben, mit meiner Musik akzeptieren und dass ich erst dann die dann frage, weißt du? Und ja, dann habe ich ihn angeschrieben, er hat mir zurückgeschrieben, ich habe dann etwas aufgenommen, ihm zugeschickt, er hat es total gefeiert. Ja, und am Ende ist es Spitzen Bugatti geworden. Und da er Purple Haze gefeiert hat, habe ich dann mir gedacht, ich mache von Purple Haze die erste Strophe als Refrain, Wiederholung so mäßig, ne? Aber mit Power. Ja, Spitzen Bugatti, Wechselwagen sitzen Martin. So sieht's aus. Sehr cool. Du hast beim Facebook FB die Frage gestellt, was die Leute so auf dem neuen Album hören wollen. Und es war schon die Tendenz da, dass ganz, ganz viele, natürlich vielleicht russischstämmige oder Ukrainer, natürlich sich einen russischen Track gewünscht haben. Nun ist jetzt diesmal kein russischer Track drauf. Aber es ist ja auch so, ich habe mir dann auch gedacht, du sprichst ja seit nunmehr über 16 Jahren Deutsch. Es ist ja auch nicht mehr die Sprache, die du täglich benutzt. Genau, ich rede mit meiner Mutter nur, wenn schon so. Und ja, ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr bin ich in Deutschland und ich habe das rollende R kann ich auch reinbringen und ich kann es auch wieder rausmachen. Ist egal, aber ich kann auch Blät machen. Aber ist egal, aber ich kann auch normal reden, gehoben reden und akzentfrei natürlich. Und ich glaube, es gibt sehr wenige russische Rapper, die akzentfrei rappen können, so wie ich, weißt du? Und ich bringe ja auch punchende Sätze auf Russisch und so, das ist gar kein Problem. Das ist eher der Mischmasch geworden. Und wenn die mit mir Russisch reden wollen, irgendjemand, der mich testen will, also mit mir Russisch reden, dann werde ich ihn testen, dann werden die sehen, wer besser redet, weißt du? So, das ist gar kein Problem für mich so. Aber halt, ja, einen russischen Track gibt es auf dem Album leider nicht, aber es gibt natürlich wieder diese russischen Sätze, die dazwischen so vorkommen, aber ich habe was geplant mit einem russischen Rapper. Wer ist es, weiß ich noch nicht. Ja, wie bei euch auch jetzt, bei den anderen Interviews davor habe ich gesagt, ihr Leute, wo ihr jetzt gerade uns zuschaut und ihr wisst ja, dass ich jemanden suche, ja, also ein russisches Feature. Wenn ihr jemanden für gut hält, jemanden, der mit mir mithalten kann oder wo ihr sagt, der wäre cool mit mir als Feature so, dann schreibt es drunter, kommentiert das und wir gucken einfach mal, wir suchen dann, ob der so wirklich so gut ist und ob der zu mir passt. Und ja, und dann schauen wir mal, ja, vielleicht machen wir mal auch mal so ein Feature dann mit einem russischen Feature-Gast mit meinem deutschen Rap. Ja, ist so. Geil. Aufruf an euch da draußen, kommentiert fleißig. Jo, ich kann eigentlich das fast nur mit deinem letzten Track beenden, Rien ne me s'arrête. Nichts kann mich aufhalten wahrscheinlich, nichts kann mich stoppen. Das beschreibt ja auch so ein bisschen deine Attitüde. Wo siehst du dich, Oleg Sesh, in den nächsten Jahren? Bleibt dir der Erfolg treu, weil du fleißig bist? Ich glaube, ich werde immer noch vor meinem PC sitzen, auf meinem Stuhl und werde immer weiterschreiben. Aber ich weiß es ganz ehrlich nicht, was nach Master passiert. Wenn ich wirklich, wenn Gott will und ich das schaffe, ja, dann, ach, ich will nicht so reden, weißt du, so, dann, dass ich so abhebe oder sowas. Das werde ich eh nicht. Ich kann gar nicht so werden. Ich weiß das von der Person einfach, von der Einstellung her. Ich sehe mich auf so einem Strand, einfach nur chillen, mal ein bisschen relaxen und dann in einer Woche wieder nach Hause fahren und wieder weiterarbeiten. Aber ich will immer ganz hoch, ich will ganz, ganz hoch, ich will einen großen Kuchen, ich hab noch viel, viel vor und ja Mann, ich habe ganz, ganz viel vor. Das ist auf jeden Fall mein Ziel so und ich bin froh, mit dir heute nüchtern das Interview gemacht zu haben. Auf jeden Fall. Oleg Sesh hat den Masterplan auf jeden Fall. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg, Dankeschön. Ganz viel Glück gehört auch dazu und dann auf bald. Auf jeden Fall, bis bald. Und Splash Mac, Oleg Sesh, ayayay, Master. Hey, was geht ab? Ich bin Arthur von Splash Mac. Und ihr seid hier bei Orsons. Ja, so macht man das, dann läuft doch das Geschäft. Meinst du diese? Nein. Meinst du diese? Nein. Verfahr im Diesel, ei, und bringe Kiff bei.